So, jetzt haben wir hier die Christina, die ist 23. Guten Morgen, Christina. Guten Morgen, Julian. Hallo Christina, bist du erkältet? Nee, ich bin ein bisschen traurig. Was ist passiert? Zwar geht es halt darum, dass mein Freund mich schlägt und ich einfach nicht mehr weiter weiß, was ich machen soll. Und ich mir auch irgendwie Hilfe holen will und ich bin einfach am Ende. Wie lange bist du, erstmal so ein paar grundsätzliche Fragen. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ich bin jetzt seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. So lange schon, 5 Jahre. Wie alt ist er? Also er ist jetzt 25, ich bin 23. Wohnt ihr zusammen in einer Wohnung? Ja, wir wohnen zusammen in einer Wohnung. Und seit wann schlägt er dich? Also es ist jetzt, seitdem mein Sohn auf die Welt ist, seit 1,5 Jahren ist es halt so, dass er sich halt manchmal am Schlagen ist. Also ihr habt ein gemeinsames Kind. Genau, wir haben ein gemeinsames Kind. Schlägt er dich auch vor dem Kind? Also meistens ist mein Sohn dann am Schlafen oder wenn halt mein Sohn bei meinen Eltern ist, dann passiert das halt, dass er mich schlägt. In welchen Situationen schlägt er dich? Also es ist dann halt so, also er hat halt diesen Hass, dass seine Familie ihn halt abgewiesen hat durch unseren Sohn, weil ich bin ein Christ und er ist ein Moslem und die Familie konnte das nicht akzeptieren. Du bist was? Du bist eine? Ich bin eine Christ, also ich bin Eine eine Christin. Christin. Okay, ich habe es nicht verstanden. Und er ist Moslem. Und die Familie wollte nicht, dass er mit dir ein Kind hat. Genau. Die wollten Und er wahrscheinlich auch nicht, dass er überhaupt mit dir zusammen ist, oder? richtig, genau. Und es ist dann halt einfach so gewesen, dass die Familie sich dann komplett von ihnen abgeschottet hat. Was Und für eine, übrigens, was für eine Schande. Mal zwischendurch möchte ich das sagen. Was für eine Schande. Da kommt ja. ein Enkelkind auf die Welt und die Familie wendet sich ab, weil die Mutter eine Christin ist. Genau, und es ist dann halt so, dass er mir die Schuld gibt und mir den Hass halt richtig so zu spüren gibt. Also er steht nicht wirklich auf deiner Seite. Nein, er steht nicht auf meiner Seite und er ist halt trotzdem noch mit mir zusammen wegen den Kleinen, weil der Kleine halt seinen Papa liebt und er versucht dann halt vor den Kleinen immer den netten Vater zu spielen und kaum ist der Kleine am Schlafen oder nicht da, lässt er dann halt den Hass an mich raus, indem er, wenn er rausgeht, wiederkommt, rumschreit, mir sagt, was für Männer hier wären und fängt dann an, brutal auf mich einzuschlagen und ich weiß einfach auch nicht mehr, was ich machen soll. Ach, er unterstellt dir, dass du Männer da hattest? Ja, also nicht nur das, also es ist immer irgendetwas. Also völliges irrsinniges Zeug wirft er dir vor. Genau. Ist er dann betrunken, wenn er nach Hause kommt? Ja, also er geht raus, er trinkt, also er nimmt zur Zeit auch Drogen, glaube ich zumindest, weil so wie er, so aggressiv wie er ist, habe ich ihn noch nie so krass erlebt. Dann kommt er nach Hause, macht mich wach nachts. Soll aufstehen, was für Männer sind hier gewesen, was für eine Schlampe ich wäre und ob ich mich verkaufen würde. Und Und du dann hast. fängt er dann an, auf mich einzuschlagen, ob es mit einem Stock ist oder mit den Fäusten. Also das ist ihm dann auch relativ egal. Hat er dich schon durch diese Gewaltausbrüche richtig verletzt? Also ich war jetzt auch schon oft im Krankenhaus gewesen. Ich hatte eine gebrochene Nase. Er hat mit einem Besen auf mein Bein eingeschlagen. War komplett verstaucht, ich konnte nicht mehr laufen. Was hast du denn da im Krankenhaus gesagt, was passiert ist? Also mit der gebrochenen Nase habe ich dann halt erzählt, dass ich feiern war und dass ich Leute geschlagen haben und ich in diesen Getümmel mit reingekommen bin. Also ich versuche immer gut möglichst Ausreden zu finden. Also du nimmst ihn noch in Schutz. Also du sagst es zumindest niemandem, dass er das macht. Ja, also ich nehme ihn dann noch ziemlich in Schutz, weil ich ihn einfach auch nicht anzeigen möchte, weil ich liebe ihn halt und wir haben ein Kind zusammen. Wie oft kommt das denn vor, dass er so gewalttätig dir gegenüber ist? Also es ist eigentlich bis jetzt jedes Wochenende immer so gewesen, freitags und samstags und halt in der Woche, wenn er dann trinken geht mit seinen Jungs und er so nach Hause kommt. Glaubst du, dass er auch eine andere Frau noch nebenher hat? Ich weiß es nicht, also Könnte auch noch sein. es könnte sein, natürlich, weil Und hat die Familie so mit ihm gebrochen, dass er gar keinen Kontakt mehr zu niemandem aus seiner Familie hat? also er hat mit niemandem mehr aus der Familie Kontakt. Komplett, der ganze Kontakt ist weg. Die haben das so entschieden. Ja, die haben entschieden, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, möchten wir nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und ich Wie habe gesagt, ich werde das Kind nicht abtreiben. wollte Und er denn, dass du das Kind abtreibst?
Nee, die Familie wollte das. Die Familie wollte. Die haben dir gesagt, du hattest persönlich mit der Familie Kontakt? Ja, also wir saßen auch zusammen an einem Tisch und haben darüber geredet. Da habe ich denen gesagt, dass ich in der 6. Woche schwanger bin und dass ich das Kind nicht abtreiben möchte. Und er wusste halt auch nicht, wie er so genau reagieren sollte. Ja, Moment mal, du saßt mit denen am Tisch und dann haben die, also sein Vater, seine Mutter, die haben zu dir gesagt, treib das Kind ab? Ja, die haben, und so noch nicht mal irgendwie, die haben sich noch nicht mal gefreut oder so. War dann halt so, dass die sofort gesagt haben, nein, dieses Kind darf nicht auf die Welt kommen. Du bist ein Christ, wir sind Moslems. Das geht nicht, es ist ein uneheliches Kind, du würdest unsere Familie beschmutzen. Unfassbar. Ja, es ist. Unfassbar. Wie hast du dich denn, ich stelle mir das ganz schwer für dich, du sitzt da alleine am Tisch und hast dann, wie viel von der Familie saßen dir gegenüber? Oh, mit wem redest du? Jetzt kommt jemand rein. Was soll das? Nein! So, jetzt kommt jemand rein, wir werden uns sofort um Christina kümmern. Sofort. Jetzt mache ich mir ernsthaft Sorgen. Wir kümmern uns, soweit es in unserer Macht steht, sofort jetzt im Hintergrund um Christina. Eins live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute auch bei uns wieder freie Themennacht. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und bevor es losgeht, möchte ich gerne was in eigene Sache kurz sagen. Wir hatten ja gestern einen dramatischen Anruf hier in der Sendung. Eine junge Frau erzählte von ihrem prügelnden Ehemann oder Freund, Lebenspartner. Und während des Gespräches kam dieser Lebenspartner offensichtlich in die Wohnung rein, hat die Frau geschlagen und wir haben das Gespräch dann abgebrochen. Dieses hat große Wellen heute geschlagen. Ich möchte euch kurz erzählen, wie es dann weitergegangen ist. Natürlich sind wir, wenn Gefahr im Verzug ist, initiativ. Das heißt, wir unternehmen was. Zunächst einmal hat gestern unser Psychologe zweimal versucht, mit dieser jungen Frau noch zu telefonieren. Man ging zwar an das Telefon ran, aber der Mann brüllte so herum, und man hörte die Frau im Hintergrund weinen, dass der Psychologe nicht mehr mit der Anruferin sprechen konnte. Daraufhin haben wir noch in der Nacht die Polizei informiert und die Polizei ist auch aktiv geworden. Und Folgendes hat sich dann zugetragen. Die Polizei hat ausfindig gemacht, wem dieser Anschluss gehört und man hat auch die Adresse herausbekommen. Und die Polizei hat ein junges Paar vorgefunden, das den Altersangaben entsprach, die hier in der Sendung auch gesagt wurden. Das junge Paar hat abgestritten, dass es zu Gewalt gekommen ist. Allerdings, so die zuständige Polizeidienststelle, ist in diesem Haushalt schon von Gewaltdelikten die Rede gewesen. Das heißt, es sind Gewaltdelikte vorgefallen. Wir waren uns natürlich auch nicht so ganz sicher, ob das Ganze stimmt, obwohl ich mir große Sorgen gemacht habe, unser Psychologe auch und wir alle. Mittlerweile glauben wir, dass es so ist, dass die junge Frau durch den Besuch der Polizei Angst hatte zu sprechen und die Polizei dann natürlich nichts machen kann und weggegangen ist. Heute Abend allerdings lesen wir in der Bild-Zeitung Folgendes. Nämlich, dass die Polizei mit 8 Männern die Wohnung der Mutter unserer Anruferin gestürmt habe. Und es hätte sich dann herausgestellt, dass der Anruf ein Spaß gewesen sei. Dieses entspricht nach Aussage der zuständigen Polizei nicht der Wahrheit. Dieses ist frei erfunden. Also wir machen uns weiter Sorge um die junge Frau und versuchen auch unsererseits jetzt immer wieder an sie heranzukommen. Und wir sind jetzt auch im Kontakt mit der Polizei und beobachten das Ganze. Mehr kann man im Moment nicht machen. Ich wäre sehr froh, wenn unser Psychologe in den nächsten Tagen nochmal direkt Kontakt zu der jungen Frau bekäme, um ihr dann auch konkrete Ratschläge zu geben, was sie machen kann. So, das zu gestern.